Hallo, Frau Erlein van Genuchten. Wir freuen uns sehr, Sie hier auf der KIS begrüßen zu dürfen, und zwar mit dem ja optimistischen Titel 365 Sustainable Decisions Challenge, im Sinne von jeden Tag eine gute Tat und das als persönliche Challenge. Und darüber werden Sie uns jetzt gleich berichten. Und damit übergebe ich Ihnen das Wort und schalte mich stumm. Ja, vielen herzlichen Dank. Auch herzlich willkommen von meiner Seite. Ich freue mich riesig, hier heute zu sein, auch wenn wir uns heute wegen den Umständen natürlich nicht persönlich sehen können. Wer von euch glaubt, dass eine einzelne Person einen riesigen positiven Beitrag leisten kann für unsere Umwelt? Und wer von euch zweifelt vielleicht noch daran? Mein Name ist Erlein und ich bin die Gründerin von der 365 Sustainable Decisions Challenge. Eine Challenge, die ich mir selbst gestellt habe mit dem Ziel, meinen eigenen Alltag nachhaltiger zu gestalten. Denn ich glaube daran, dass eine bessere Welt bei mir selbst beginnt. Und heute erzähle ich euch über diese Challenge und vor allem auch, was passiert ist, so dass ihr am Ende wisst, wie wichtig euer Beitrag auch ist. Und dass ihr spürt, dass euer Beitrag noch viel wichtiger ist, als ihr bisher gedacht habt. Und die Challenge habe ich gestartet im August 2019. Da ist nämlich dann mein damaliger Arbeitgeber hat eine Initiative gestartet, worin wir als Mitarbeiter Ideen einreichen konnten, wie die Firma nachhaltiger werden kann. Und das fand ich natürlich eine super Idee. Also habe während meines Fahrradurlaubs fleißig Ideen gesammelt. Und eine von diesen Ideen war eben diese Challenge. Und das war dann nicht irgendwas, was ich während der Arbeit machen konnte, aber ich war so aufgeregt und habe das so stark gespürt, dass ich es einfach in meine Freizeit gemacht habe und eben nach diesem Fahrradurlaub sofort angefangen habe. Und von Anfang an habe ich die Ideen, also die Schritte, die ich jeden Tag gemacht habe, um eben meinen Alltag nachhaltiger zu gestalten, die habe ich auch online geteilt. Denn ich weiß, weil ich ja eine Doktorarbeit in der Psychologie habe, dass wenn man ein Ziel erreichen möchte, dass es ganz wichtig ist, das mit anderen zu teilen, weil dann die Wahrscheinlichkeit, dass man dran bleibt, viel größer ist. Und ich weiß auch, dass wenn man dass andere Leute auch etwas tun wollen für die Umwelt, aber viele nicht so ganz genau wissen, was sie dann tun können. Und indem ich diese Ideen geteilt habe, konnten Leute sich diese anschauen und sich inspirieren lassen und sagen, hey, diese Idee, die kann ich auch in meinem Alltag umsetzen. Und mir war es auch ganz wichtig, ein gutes Beispiel zu sein. Denn wir Menschen, wir lernen ganz viel, indem wir anschauen, was andere Leute so machen. Zum Beispiel, als wir als Kinder laufen gelernt haben, da haben wir einfach geguckt, was machen unsere Eltern und wie laufen andere Leute und haben das nachgemacht. Und auf diese Art und Weise zu lernen, ist auch, schönes Wortspiel, nachhaltiger. Also es dauert viel länger und macht man auch eher nach. Und das Schöne ist, und das ist natürlich für euch auch der Fall, wenn ihr eigene Projekte habt, ihr braucht dann gar keine Überzeugungsarbeit mehr leisten, weil Leute euch einfach anschauen und inspiriert sind und es nachmachen. Nicht alles vielleicht, aber manche Sachen auf jeden Fall. Mir war es auch wichtig, um diese einzelnen Ideen auf Social Media zu teilen, weil ich glaube daran, dass jede einzelne Aktion unglaublich wichtig ist. Und ich finde ein schönes Bild dabei, eine Schneeflocke. Also wenn eine Aktion eine Schneeflocke ist, dann würde man denken, eine Schneeflocke kann nicht viel bewegen. Aber wenn eine Schneeflocke zum Beispiel auf ein Blatt fällt und weil die Schneeflocke so wenig wiegt, passiert nichts. Aber wenn es anfängt, stärker zu schneien und mehr Schneeflocken fallen auf diesem gleichen Blatt, dann irgendwann kommt eine Schneeflocke, die genauso wenig wiegt wie die anderen Schneeflocken, aber plötzlich rutscht der ganze Schnee das Blatt herunter. Und diese eine Schneeflocke hat eine riesige Masse in Bewegung gesetzt, obwohl sie nicht viel wiegt. Und ich glaube, das ist das Gleiche mit unseren Handlungen im Alltag,
auch wenn eine Aktion vielleicht nicht einen riesigen Unterschied zu machen scheint. Alles zusammen ist die Basis, um irgendwann mit einer Aktion einen riesigen, großen Einfluss zu machen. Und diese Gedanke und dieses Bild hat mich natürlich auch motiviert, während dieser Challenge immer weiterzumachen, weil jede Einzelaktion zählt. Also auch für euch, macht weiter, wenn ihr schon eine tolle Initiative gestartet habt, weil es macht wirklich den Unterschied. Und wie gesagt, habe ich diese Ideen auf Social Media geteilt, vor allem auch auf Twitter. Ich werde nachher auch noch meinen Twitter-Handle mit euch teilen. Die Community ist gewachsen und ich habe auch sehr tolle Beziehungen mit Leuten aufbauen können, was mir ja sehr wichtig ist. Und irgendwann habe ich bemerkt, dass die Leute gar nicht wissen, wer eigentlich dahinter steckt. Und dann habe ich mich dafür entschieden, ein Video hochzuladen, um mich auch kurz vorzustellen. Und um ehrlich zu sein, hatte ich da ziemlich Schiss, weil ich hatte noch nie in meinem Leben ein Video auf sozialen Medien hochgeladen und ich hatte ja keine Ahnung, was dann passiert, wenn ich das tatsächlich tue. Aber mir war es so unglaublich wichtig, diese Challenge voranzutreiben und diesen riesigen positiven Beitrag zu leisten, dass ich es trotzdem gemacht habe. Und ich bin unglaublich froh, weil sehr positive Reaktionen kamen und das war dann natürlich nochmal einfacher, um mit Leuten in guten Kontakt zu treten. Und ich möchte auch euch ermutigen, wenn ihr an irgendeine Stelle im Leben, sei es mit Nachhaltigkeit oder irgendwo anders, an eine Stelle kommt, wo ihr euch nicht mehr weiter traut, macht's trotzdem, weil dieses gute Gefühl bei diesem Erfolgserlebnis, die lohnt sich auf jeden Fall. Und damit könnt ihr auch noch größeren positiven Beitrag leisten. Weil ich dann auch eben in noch besseren Kontakt gekommen bin mit diesen Leuten in diese Community, habe ich irgendwann auch angefangen, meine Erfahrungen zu teilen. Weil ich habe ja bemerkt, dass die einzelnen Aktionen sehr wichtig sind, aber mit dem richtigen Mindset das Ganze viel, viel einfacher wird. Und neben meiner Doktorarbeit in der Psychologie habe ich auch einen Master in Erziehungswissenschaften gemacht. Und dieses Wissen aus diesen beiden Fachbereichen konnte ich dann natürlich auch teilen, um eben es andere leichter zu machen, auch nachhaltiger zu leben. Und da das auch sehr gut ankam, ist die Community so schnell gewachsen, nach einem halben Jahr schon über 10.000, dass es irgendwann schwierig wurde, diese freiwillige Arbeit in meiner Freizeit neben meinem Vollzeitjob zu machen. Ich habe damals in der IT gearbeitet, als Penetration Tester oder Ethical Hacker. Also ich habe zum Beispiel Webseiten angegriffen, um zu gucken, wo es Sicherheitslücken gibt, um dann dem Kunden zu sagen, wo es diese Sicherheitslücken gibt, damit er die schließen kann, bevor zum Beispiel böse Hacker vorbeikommen und Daten klauen. Und das ist natürlich ein ganz anderes Thema und habe mich dann dafür entschieden, um innerhalb vom Arbeitgeber das Team zu wechseln, so dass ich auch bei der Arbeit das Thema Nachhaltigkeit angehen konnte. Und spannenderweise sind die Fachbereiche zwar sehr unterschiedlich, aber die Methodologie, die ich beim Pentesten nutze, um etwas anzugreifen, die konnte ich auch wunderbar nutzen, um eben meine eigene Challenge durchzuführen. Weil beim Pentesten schaue ich mir zum Beispiel eine Webseite an und schaue mir an, wo es eine Sicherheitslücke gibt und definiere dann eine Maßnahme, wie ich diese Sicherheitslücke schließen kann. Und während meiner Challenge habe ich natürlich keine Sicherheitslücken gesucht, aber Nachhaltigkeitslücken und auch wieder eine Maßnahme definiert, wie ich diese Nachhaltigkeitslücken schließen konnte. Also, obwohl es total unterschiedliche Themen sind, hat mir das unglaublich viel gebracht, die beiden Fachbereiche zu kombinieren. Und also diese große, schnell wachsende Community hat mir natürlich sehr viel Energie gegeben und ermutigt, weiterzumachen. Und auch positives Feedback hat mir Energie gegeben. Zum Beispiel, und ich lese vor, hat jemand mal geschrieben, manchmal weiß ich nicht weiter und dann denke ich, was würde er allein tun? Oder ich konnte dich lange nicht finden. Das hat mich absolut verrückt gemacht. Aber da bist du ja wieder und machst immer noch wundervolle Sachen. Vielen Dank. Das hat mein Herz natürlich erwärmt und Energie gegeben, weiterzumachen.
Und diese Änderungen haben durch einerseits viel Energie gekostet, auch diese Teamwechsel. Und gleichzeitig habe ich bemerkt, dass vor allem diese Änderungen im Alltag, das nachhaltige Leben, dass das gar nicht so schwierig war. Und dass ich diese Ungewohnheit am Anfang, dass das sehr schnell zu einer Gewohnheit wurde. Und was ich da auch sehr schön finde, ist, dass es häufig vorkommt, dass am Anfang irgendwas ungewohnt und vielleicht sogar uncool ist und dass mit der Zeit sich das wandelt und später plötzlich gewohnt und sogar cool ist. Zum Beispiel war es vor viele Jahre sehr cool, um zu rauchen. Aber mit der Zeit hat sich das langsam gewandelt und irgendwann durfte man dann auch in Kneipen nicht mehr rauchen, bis es irgendwann sogar cool war, um nicht mehr zu rauchen. Und ich glaube auch daran, dass wenn wir gemeinsam diese Aktion durchführen und uns für die Umwelt einsetzen, dass wir beitragen an diese Wandel von, dass es vielleicht noch ungewohnt, uncool und nicht allgemein angenommen ist, bis zu dem Zeitpunkt, dass es so normal ist, dass auch diejenigen, die jetzt noch nicht daran glauben, dass die auch nachrücken und auch nachhaltiger leben wollen. Und ich glaube auch an den Schneeballeffekt. Zum Beispiel, wenn ich über Twitter jemanden inspiriere, dann kann diese Person diese Inspiration nehmen und in seinem Alltag auch wieder andere Leute weiter inspirieren. Und ein schönes Beispiel hatte ich neulich. Da habe ich eine E-Mail bekommen von einer Nachbarin, die hat Dankeschön gesagt zu Kindern, die bei ihr in der Nähe den Bachufer sauber gemacht haben. Und sie kannte diese Kinder nicht, deswegen konnte sie nicht direkt Dankeschön sagen. Aber sie hat eben eine E-Mail verschickt und in diese E-Mail hat sie eben Dankeschön gesagt. Und das fand ich so toll, dass ich auf Twitter eben darüber berichtet habe und innerhalb kürzester Zeit haben ganz viele Leute das retweetet und darauf kommentiert und wusste tausende von Leuten über die ganze Welt, dass diese Kinder bei mir in der Nähe aufgeräumt haben. Und das Schönste daran ist, dass die Kinder wahrscheinlich überhaupt keine Ahnung davon haben, dass das passiert ist. Und dass sie eben einen viel, viel größeren Beitrag geleistet haben, als sie jemals hätte ahnen können. Dann nach 365 Tagen war es soweit und habe ich es tatsächlich geschafft, diese Challenge zu verbringen, zu vollenden. Und rückblickend finde ich wunderschön, wie ich eben Wissen aus Erziehungswissenschaften, der Psychologie und auch IT verknüpfen konnte. Und was ich vor allem schön daran fand, ist, dass ich zum Beispiel Fähigkeiten, die ich als 14-Jährige aufgetan habe, nämlich Webseiten bauen, dass ich die jetzt wunderbar nutzen konnte. Und dass ich sozusagen immer fürs Leben gelernt habe und das jetzt wunderbar nutzen konnte. Also, falls ihr das nicht eh schon tut, ermute ich auch immer fürs Leben zu lernen, weil man weiß ja nie, wann dieses Wissen irgendwann noch wieder hilfreich ist. Und da weiterhin die Community sehr, sehr stark gewachsen ist, ich weiterhin super positives Feedback bekommen habe und es mir auch unglaublich viel Spaß gemacht hat, habe ich dann nach Beendung von dieser Challenge mich dafür entschieden, weiterzumachen. Und mittlerweile bin ich in der Nähe von 480 schon. Allerdings hatte ich auch noch zusätzliche Sachen, die ich gerne der Welt geben wollte. Aber mit so einem großen Projekt und dann noch meine Vollzeitarbeit war es nicht mehr möglich, beides zu machen. Und habe mich dann im Oktober letzten Jahres auch entschieden, mich selbstständig zu machen, um mich eben Vollzeit Nachhaltigkeit widmen zu können. Und das Schöne ist, dass ich tatsächlich in der Zwischenzeit die Zeit hatte, um diese weitere Sachen, die ich noch umsetzen wollte, umzusetzen. Und eine von diesen Sachen ist dieses 365 Sustainable Decisions Challenge Buch, worin ich diese 365 Ideen übersichtlich zusammengefügt habe, so dass man immer etwas in der Nähe hat, um sich nochmal zu inspirieren, was man sonst noch so im Alltag umsetzen kann. Auch habe ich mein Wissen zusammengefasst in Online-Kurse, weil ich zum Beispiel bemerkt habe, dass viele Leute glauben, dass Nachhaltigkeit fast nur Nachteile hat. Aber man kann auch damit auch richtig viel Geld sparen.
Und wie ich das gemacht habe, teile ich eben auch mit Prinzipien, so dass, wenn du das auch machen möchtest, du schauen kannst, was in deinem Leben funktioniert, so dass auch du damit viel Geld sparen kannst. Und ähnlich habe ich einen zweiten Kurs aufgebaut, über wie man Abfall reduzieren kann oder sogar Zero Waste gehen kann. Auch ganz einfach, auf eine ganz einfache Art und Weise. Und eins, die in deinem Alltag funktioniert, damit es auch ganz leicht ist, das weiter umzusetzen. Und da es mir immer sehr wichtig ist, sehr viel Mehrwert zu liefern, habe ich für euch bis morgen Abend 24 Uhr einen ordentlichen Rabatt gegeben. Und also wenn ihr es bevor morgen Abend bucht, dann kriegt ihr 50% Rabatt. Ihr könnt später den Kurs machen. Also es geht nur ums Buchen, falls ihr vorher noch keine Zeit habt, den Kurs tatsächlich zu machen. Und da es mir auch unglaublich wichtig ist, zusammenzuarbeiten, weil wir zusammen einfach viel mehr erreichen können, schreibe ich jetzt auf meine sozialen Medien auch über andere Projekte, damit die sichtbar werden und die noch viel mehr Leute über die ganze Welt inspirieren können. Also, wenn du schon ein spannendes Projekt hast, dann gebe mir gerne Bescheid, dann schreibe ich sehr gerne darüber, sodass die Welt davon erfährt. Und natürlich lade ich euch auch herzlich ein, diese Community also dazu zu stoßen, indem ihr mich auf Twitter folgt. Und ich habe auch hier jetzt eine Folie für euch mitgenommen, damit ihr das alles nochmal leicht finden könnt, wo ihr mich findet und ihr euch dann auch eben anmelden könnt. Auch hier seht ihr meine E-Mail-Adresse. Ich freue mich immer riesig, in Kontakt zu kommen, uns auszutauschen, weil wir eben gemeinsam mehr erreichen können. Und freue mich jetzt auch noch, Fragen von euch zu beantworten. Später bin ich auch im Social-Chat. Und sollte das gerade zeitlich nicht passen, dann später auch sehr gerne wieder über Videoconferencing oder E-Mail oder andere sozialen Medien, die ihr auf meiner Webseite www.sustainabledecisions.eu findet, so dass ihr einen Weg findet, die für euch gut passt und das alles leichter macht. Ich freue mich und bis dann. Vielen Dank für Ihren Impuls. Das ist wunderbar. Also 365 Gedanken zur Nachhaltigkeit. Ich würde gern jetzt überleiten zu Fragen. Und die erste Frage ist, welchen schulischen Kontext gibt es? Also welche 365 Ziele kann eine Schule beispielsweise sich setzen? Haben Sie da Ideen? Ja, also es gibt ganz, ganz viele Dinge, die man auch vielleicht leicht anders umsetzen kann. Aber ich habe auch zum Beispiel sehr viele Upcycling-Beispiele, weil ich ja selber auch gerne bastle und in Schule wird das zum Beispiel auch umgesetzt. Es gibt auch sehr viele Möglichkeiten in Bezug auf das Gebäude anzupassen, in Unterrichten natürlich. Und wenn ihr da konkrete Fragen habt, dann freue ich mich riesig, da zu unterstützen, auch in eurem spezifischen Kontext zu gucken, was ihr ändern könnt, damit es eben für euch leicht ist und eben diese ganze Ideen, die ich in meinem Kopf habe, mit euch zu teilen und genau das rauszupicken, was für euch am hilfreichsten ist. Haben Sie schon mit verschiedenen Schulen kooperiert? Also ich habe noch nicht mit Schulen kooperiert, weil ich ja eben mich erst neulich selbstständig gemacht habe und ich davor in meinem Vollzeitjob war. Deswegen, ich freue mich riesig, da zusammenzuarbeiten und da diesen positiven Beitrag weiter auszubauen. Ja, welche konkreten Vorschläge hätten Sie denn für Schule? Also was würden Sie sagen, was sind Challenges, die sich Schulen stellen sollten? Also die erste Frage würde ich erstmal stellen als Schule, auf welche Ebene wollen wir diese Challenge gestalten? Wollen wir die mit den Klassen machen, wo die Kinder auch involviert sind? Oder wollen wir das mit den Lehrern machen? Weil das natürlich unterschiedliche Möglichkeiten es gibt. Dann ist es auch wichtig zu gucken, wie intensiv wollen wir das machen. Ich meine, ich habe ein ganzes Jahr gemacht, jeden Tag, aber man kann auch das eine Woche jeden Tag oder jeden Monat einmal. Und können Sie bitte die Frage nochmal wiederholen, weil ich bin mir nicht sicher, ob ich beantwortet habe.
Welche konkreten Vorschläge Sie geben? Was kann Schule leisten? Was sind 365 Challenges für ganz konkret für Schule? Also ich kann jetzt natürlich nicht 365 Ideen auflisten, weil das würde viel zu lange dauern. Aber man kann zum Beispiel gucken, was landet so im Schulalltag im Mülleimer und einfach eine Sache daraus nehmen und zu gucken, können wir das zum Beispiel zum Basteln wiederverwenden oder können wir diese Sachen in Zukunft anders machen, so dass das nicht mehr im Mülleimer landet. Das wäre schon mal ein konkreter Ansatzpunkt. Und das ist ja also für jede Situation auch unterschiedlich. Deswegen ist das jetzt ein allgemeiner Ansatz, aber eins, die sich trotzdem leicht konkret umsetzen lässt, wenn man dann mal so ein Stück Müll in der Hand hat zum Beispiel. Also was ganz toll ist, ich glaube, das ist sehr motivierend auch für Schülerinnen und Schüler, die zugucken, und aber auch für Kollegen, ist dieser Gedanke, dass aus ganz wenigen Einzelnen plötzlich viele werden, die etwas bewegen können. Ich glaube, diese zentrale Botschaft, das ist das, was wir mitnehmen. Und insofern bedanke ich mich ganz herzlich für Ihren Input und falls Interesse besteht, im Spatial Chat gibt es ja noch die Möglichkeit, sich zu vernetzen und Fragen zu stellen, beziehungsweise vielleicht auch in der nächsten KISS-Ausgabe entsprechend im November noch einmal zusammenzukommen. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Sehr gerne. Ich freue mich. Ja. Bis dann. Tschüss. Tschüss.